Wer konnte denn jetzt diese Hektar, die auf den Markt kamen, zu welchen Bedingungen kaufen? Also kaufen konnten das die Hufner, die Kegner, die Insten, alle die würdig erschienen, einen landwirtschaftlichen Betrieb aufbauen zu können. Ja. Es sind aber auch ein ganz Teil Landwirte aus Dithmarschen hierher gekommen, die sich hier auch niedergelassen haben. Und man konnte die Flächen etwa für 2000 Reichsmark pro Hektar erwerben und musste dann die Gebäude natürlich selber erstellen. Und da gab es dann Darlehen, mit denen die Landwirte, die zukünftigen Landwirte, dann ihre Bauernstellen erstellen konnten.